Jo und herzlich willkommen zu einem kleinen 5000-Abo-Special-Video. Ja, also danke nochmal an jeden, der mir 5000 Abos ermöglicht hat, ja, mir dabei geholfen hat. Und ja, ich mache jetzt ein kleines Abo-Special und zwar, steht jetzt eh schon im Titel oder im Thumbnail, ich habe mir sechsmal den McWrap Chicken Honig Senf geholt, den es aktuell gibt für 1,99 bis zum 3. Juni noch, also heute ist der vorletzte Tag. Und ja, ich werde jetzt probieren, alle sechs zu essen. Mein Höchstwert ist 4. Allerdings habe ich auch nur 4 gekauft. Also ich hätte easy noch mindestens einen essen können. Und ich will einfach schauen, ob ich es schaffe. Ich muss dann daheim noch die Kalorien ausrechnen, was das sind. Ich glaube, es sind über 3000, weil einer 500 irgendwas hat oder so. Aber egal. Und jetzt schon sorry für die schlechte Audioqualität. Ist halt mit meinem Handy aufgenommen. Und ich werde es jetzt hier hinstellen. Das ist noch weiter weg von mir. Das heißt, die Audioqualität wird eher noch abnehmen. Sorry schon mal dafür, aber während ich das mir das Zeug hier. Wenn ich, ich habe übrigens so lange gewartet, dass die mir eine Gratis-Cola gegeben haben. Voll nice. Muss ich nichts dafür zahlen. Genau, jedenfalls ja, werde ich die jetzt inhalieren. Und es geht mir nicht um Zeit, es geht mir nicht um Schnellessen. Ich will einfach nur schauen, ob ich es schaffe. Ja, fragt nicht, wieso. Es ist einfach ein random sinnloses Video. Davon gibt es genug auf YouTube. Warum soll ich da nicht auch eins machen? Und ihr habt das Beef Jerky-Video damals so gefeiert. Ich weiß, dass ihr auch sehr viel Hate abbekommen, weil es ein paar Leute halt zu ernst genommen haben. Was hier wahrscheinlich wieder passieren wird, aber ja, drauf geschissen. Genau. Ja, ich stelle die Kamera jetzt gleich ab, das Handy. Und das Essen werde ich auch teilweise wahrscheinlich vorspulen, weil sonst ist es wahrscheinlich ziemlich langweilig, mir so lange beim Essen zuzuschauen. Ich mache immer nur so Zwischen-Updates. Genau, müsste passen. Dann fangen wir mal an. Das Problem ist, dass die jetzt in meinem Rucksack waren, weil ich habe da sechs Stück, zwei Tüten gehabt und ich musste ja noch herlaufen, weil das McDonald's, was hier direkt daneben ist, neben meiner Arbeit, das hat es, also die haben die Aktion nicht. Deswegen muss ich extra in die Stadt laufen. Natürlich zählt es nur, also die 6-mal McWrap Challenge nenne ich das jetzt einfach, zählt natürlich nur, wenn alles weg ist, also auch Salat etc. Oh Gott, die kleben schon wieder so. Scheiße. Ja gut, okay, das ist jetzt nicht mal so auf den Boden gefallen ist. Ich immer die verfickte Scheiße. Okay, jetzt kann ich es schon gar nicht mehr schaffen, weil scheiß zwei Salatstücke runtergefallen sind. Das Problem ist, die sind so heiß und wenn die dann so lange in dem Ding drin sind, dann pappen die so an der Pappe fest. Das ist richtig bescheuert. Aber egal. So. Gut, dann let's go. So 1,30 oder so. Ich probiere das auch, wie gesagt, echt nicht auf Schnelligkeit, weil ehrlich gesagt hätte ich Angst, dass ich ersticke. Irgendwann. Und ich meine, klar, ich will mich auch nicht mit irgendjemandem messen, zum Beispiel Matt Stoney oder so. Also gut, das wäre jetzt krass, weil das der beste Wester der Welt ist, aber der würde die sechs Teile wahrscheinlich in einer Minute, na gut, einer Minute nicht, aber wahrscheinlich so in 2, 3 Minuten essen oder so. Ich brauche wahrscheinlich 15 oder 20, aber es geht mir nur um die Menge. Teilweise steckt da einfach Salat in den Karton drin. Und deswegen fällt er dann immer raus. Aber da ich hier nicht zu Hause bin, esse ich hier ganz sicher nichts vom Boden, Alter. Will nicht wissen, was hier schon alles auf dem Boden war.
geschafft. Ich muss jetzt meinen Gürtel loser machen, weil er mir langsam auf den Bauch gedrückt hat. Und der hier sieht voll klein aus, aber ist er nicht. Er ist genauso groß wie die anderen, das sah irgendwie voll klein aus gerade. Ich muss sagen, irgendwie glaube ich nicht, dass ich es schaffe. Aber scheißegal, ich probiere es. Das Problem ist, ich muss übelst rülpsen, aber er kommt nicht. Und wenn er nicht kommt, Alter, der staut mir den ganzen Bauch auf. Das ist richtig beschissen, Alter. Wenn man so viel isst, man muss unbedingt zwischendurch rülpsen, dann geht das ganze Gas raus, dann kann man mehr essen. Alter. Fuck. Ich glaube, der zerreißt mir. Und der hängt voll beschissen da drin. Ja, er ist zerrissen. Fuck. Also unten zum Glück nur, aber da ist das meiste, die meiste Füllung drin, oben ist gar nichts. Ich habe für den vierten 6 Minuten gebraucht. Ich glaube, so viel habe ich für den ersten und zweiten zusammen gebraucht. Erst für den fünften brauche ich wahrscheinlich nochmal 6 bis 10 Minuten. Und der sechste, Alter, ich fürchte, wird nicht reingehen. Scheiße. Das Problem ist, ich muss es heute machen, weil es die nur noch morgen und übermorgen gibt. Und es ist halt blöd, weil ich hatte jetzt eigentlich gar keinen Hunger. Also halt, ich meine, klingt jetzt natürlich wie die übelste Ausrede, ist mir schon klar, aber es ist halt wirklich so, ich habe heute Morgen 2 Schüsseln Cornflakes gegessen, das war vor 8,5 Stunden. Ich war heute 2-mal, you know what I mean, auf dem Klo und dachte eigentlich, optimale Bedingungen. Und dann vorhin so 1:30, plötzlich habe ich einfach keinen Hunger mehr. Er hatte 12. Na, 11:30 hat mir der Magen geknurrt schon, weil ich nur diese Cornflakes hatte, das war ja fast nichts. Da dachte ich, oh yeah, Baby, jetzt geht's los, jetzt brauche ich einen richtig krassen Hunger auf. Tja, jetzt hat mich mein Körper betrogen. Oh boys. Sieht nicht gut aus. Scheiße, Alter. Als ich die 4 gegessen habe, ich schwöre. Also ich meine, klar, der sechste wäre da auch schwierig geworden. Ich sag, den sechsten hätte ich da wahrscheinlich auch nicht safe nicht geschafft. Aber der fünfte, der wäre, glaube ich, noch halbwegs zügig reingegangen. Der wäre noch in 5 Minuten reingegangen, der fünfte da. Vielleicht am Ende wäre es ein bisschen langsamer geworden und der wäre echt noch reingegangen, weil ich da richtig fett Hunger hatte. Deswegen habe ich auch gedacht, komm, übe ich mal oder schau mal, wie viel ich so schaffe. Und dachte ich mir jetzt so, ja,
Oder machst du es einfach mit 5, weil ich eben vorher nicht so viel Hunger hatte. Nachdem mir, na, ich habe die ganze Zeit 6 gesagt, mach's mit 6. Ja, den 5., ich meine, ich hoffe, ich schaffe ihn noch, aber der 6. ist unmöglich, sorry. Man muss auch bedenken, ich habe jetzt schon mit 4 Stück die tägliche Referenzmenge an Kalorien eines erwachsenen Menschen zu mir genommen. Und gut, ich bin etwas größer als der Durchschnitt. Aber deswegen sollte ich wahrscheinlich nicht einfach in einem Sitting von 20, 25 Minuten 2500 bis 3000 Kalorien zu mir nehmen. Das sollte man wahrscheinlich nicht tun. Jetzt ist gerade die Putzfrau reingekommen. Also sind 25 Minuten. Muss ich gar nicht, dass dann die Zeit angezeigt wird. Auch gut zu wissen. Alter, ich sag's euch, mein Wasser hat keine Kohlensäure mehr, die Cola hatte fast keine Kohlensäure, ich brauche Kohlensäure, ich weiß, ich kann rülpsen, ich würde wahrscheinlich noch einen halben sogar schaffen, ich muss so rülpsen, das kommt einfach nicht, das ist so blöd, ich steh mal auf. Oh. Boah, holy shit. Mein Bauch fühlt sich an, als wäre ich schwanger. Schon wieder. Schau dich das Gemetzel an. Fuck, was für Zeitschriften das sind. Die liegen hier einfach nur in dem Raum rum. Die habe ich benutzt, um mein Handy zu stabilisieren, zusammen mit meinem Federmäppchen. Aber zum Beweis, also hier unten liegt nichts da in der Tüte. Das ist nicht erwähnenswert, das ist nicht mal das Viertel von der Hälfte von dem Salat, der in einem Wrap drin ist. Also das war halt immer das, was direkt rausgefallen ist beim Aufmachen meistens. Das war das Problem. Ich zoome etwas zu nah an meinem Gesicht an, das sieht ziemlich komisch aus. Nicht sexy at all. Gut, da ist der Übeltäter, Nummer 6, leider nicht geschafft. Wobei ich sagen muss, jetzt wo ich aufgestanden bin, geht es mir echt um einiges besser. Also ich glaube, wenn ich es wirklich zwingen würde, so wie jetzt das Ende vom 5er, wo ich wirklich nur so langsam gegessen habe, ich würde ihn wahrscheinlich schaffen, aber danach wäre mir wahrscheinlich echt sauschlecht und es würde jetzt wahrscheinlich so 10 bis 15 Minuten dauern, bis ich den schaffen würde. Und das ist too long. Zu lang. Aber eigentlich ist 5 eh eine gute Zeit. Ich hätte einfach mit 5 machen sollen, dann wäre es jetzt nicht so peinlich gewesen, aber egal. Aber egal, es geht hier eben um nichts. Wenn ihr wollt
Aber ich bezweifle, dass das auch nur irgendjemand jemals machen wird, aber könnt ihr die Challenge ja selber probieren und schauen, wie viel ihr so schafft. Aber ich sag's euch, es ist nicht so leicht und ich esse eigentlich schon sehr viel. Also zum Beispiel bei Schnitzel, wenn sich Leute vielleicht eins, maximal zwei holen, esse ich 3,5 bis 4, plus halt Pommes auch noch. Also ich esse schon deutlich beim Durchschnitt. Und ja, ach Mann, ich würde ihn eigentlich gerne rausprobieren. Das Problem ist, ich muss jetzt dann bald auch mal nach Hause. Deswegen könnte ich jetzt auch gar nicht mehr länger machen. Aber wie gesagt, das wird sich eh nicht lohnen, weil ich meine, gut, schaffe ich ihn halt noch, aber was bringt es mir, wenn ich ihn in einer Viertelstunde schaffe? So viel habe ich vorher, in der Zeit habe ich vorher 3 gegessen, 3,5 oder so. Also, genau. Ja, war auf jeden Fall ein nettes Special. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt hochlade, das muss ich mir im Nachhinein dann überlegen. Erstmal. Und es kommt noch ein Beef Jerky-Video wahrscheinlich, bald. Sehr bald wahrscheinlich, nächste Woche irgendwann. Und genau, dann laufen jetzt ein paar Let's Plays noch zusätzlich zu Flife. Also bin wieder etwas aktiver quasi auf YouTube geworden. Wobei meine insgesamte Aktivität gleich bleibt. Also am Wochenende werde ich hauptsächlich nicht zocken können. Also die nächsten Wochen, also Ende Juni in dem Zeitraum dann wahrscheinlich schon. Aber vor allem im August, wenn ich im Urlaub bin und so, da wird es halt komplett abnehmen. Deswegen produziere ich jetzt halt auch schon teilweise vor, dass ich das dann nicht alles im Sommer machen muss. Weil ich muss ja durchgehend arbeiten bis zu meinem Urlaub. Und immer im Urlaub bin ich dann halt nicht mehr daheim. Das heißt, da kann ich nicht vorproduzieren. Und genau, deswegen, wenn er es hört, krank war. Deswegen, ja, laufen auf jeden Fall momentan eine Menge Projekte. Mann, das Aufstehen hat echt gut getan. Vor allem ist mein Bauch nicht mehr so krass voll. Der Röps hat auch gut getan. Oh, von unten habe ich übelst das Doppelkick. Speckfalte. Na egal. Ich esse ihn jetzt trotzdem nicht mehr, den nehme ich, keine Ahnung, meinem Bruder oder meiner Mom mit nach Hause. Vielleicht will ihn noch jemand essen, vielleicht. Keine Ahnung, drücke ihn später mir noch rein, aber ehrlich gesagt, jetzt habe ich keine Lust mehr. Also ich bin froh, dass die Aktion vorbei ist, weil ich will so schnell keinen Mac-Rap mehr sehen. Und ja. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen, hat euch unterhalten ein bisschen. Es wurde ja immer so Social Eating im Stream angefragt. Ich hoffe mal, das hat eure Bedürfnisse danach ein bisschen erfüllt. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass ihr sowas lieber im Livestream gehabt hättet, aber keine Ahnung, das so live zu machen ist ein bisschen, ich weiß nicht, das ist glaube ich nicht so gut, weil wenn du es aufnimmst, dann hätte ich jetzt übelst auf den Tisch gekotzt oder würde ich jetzt den sechsten noch bin, würde übelst auf den Tisch kotzen oder im Livestream würde ich sagen, probier den sechsten, probier den sechsten, probier den sechsten, dann kotze ich übelst auf den Tisch, das ist halt im Livestream. Wenn ich jetzt auf den Tisch gekotzt hätte, hätte ich es einfach wegschneiden können. Das ist halt das Ding, ne? Genau. Jo, auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen, danke nochmal für 5000 Abos. Und schreibt in die Kommentare, was ihr noch sonst noch so sehen wollt. So Challenges kann ich öfter machen. Aber, na gut, S-Challenges ist jetzt vielleicht nichts. Also, ja, mal schauen. Schreibt einfach in die Kommentare, was euch so einfällt. Der Moment, wenn die Putzfrau deine Aufnahme beendet. Ja, egal, ich muss jetzt aufhören. Muss jetzt eh los. Und ja, sie hat mich gefragt. Müll? Ich so, nein. Gott, ist das cringe, Alter. Naja, egal. Mal schauen, ob ich das hochlade. Wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut rein und ciao, ciao.